Super, danke Nadine. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Sehr gut. Dann würde ich jetzt erstmal ein kurzes Experiment oder Experiment, eine kleine Ankündigung machen. Nadine, kannst du ganz kurz die Präsentation wegnehmen? Nadine unterstützt mich, wenn ihr Fragen habt. Super. Ich habe nämlich, wir sind ja letztes Mal, wer letztes Mal, also gestern mit dabei war, als wir über autonome Lernstrategien gesprochen haben, da hatten wir ja eine Hilfe, ne? Ihr erinnert euch, Sie erinnern sich, Jona. Gut, Jona, es gibt ein Problem. Jona hatte mir versprochen, er sei da, aber er ist ein Schüler und heute habe ich ihn gefunden und leider ist das Jona heute. Das heißt, wir können heute nicht so stark auf seine Unterstützung hoffen. Er hat mir aber ein Papier gegeben und er hat mir gesagt, ich soll das Papier aufmachen, das würde mir helfen. Ich stecke das jetzt mal in die Hosentasche und wir erinnern uns später daran. Sollte ich es vergessen, so gegen in einer halben Stunde, dann erinnern Sie mich daran. Ich habe das jetzt in der Hosentasche. Okay, und wir machen uns auf den Weg. Danke, Nadine. Wir können wieder anfangen. So, es geht also um Strategien für verstehendes Hören. Dankeschön an alle, dass Sie da sind an diesem wieder so sonnigen Tag. Heute sogar Samstag. Unsere Schüler wie Jonas schlafen und wir bilden uns fort. Absolut super, lebenslanges Lernen. Was machen wir heute? Waren wir gestern noch zu Fuß unterwegs? Achtung, nehmen wir heute mal das Auto. Dann können wir nämlich unsere Schüler in den Kofferraum packen und getrost unseren Weg entlang fahren. Und ich möchte oder ich würde gerne mit Ihnen den folgenden Weg entlang fahren. Wir beginnen mit einer Reflexion und diesmal ist der Chat auch für die gemeinsame Arbeit gedacht. Also ich werde manchmal so Fragen stellen und testen, ob Sie nicht beim Verdauen der Pasta eingeschlafen sind oder ob Sie noch dabei sind, Spaß haben. Wir werden zuerst uns das Hören als Grundfertigkeit mal anschauen. Also was ist das eigentlich? Wie ordnet sich das Ganze an? Und wollen uns danach ganz kurz der Theorie widmen. Wirklich ganz kurz. Wir werden so einen Prozess aufzeichnen praktisch, um zu verstehen, wie man eigentlich versteht. Und da sehen wir uns sowohl Hörtexte, aber zu Beginn auch geschriebene Texte an, weil das ein bisschen konkreter ist. So, dann wollen wir sehen, können wir denn diese Theorie auf die Praxis übertragen? Und klar, wir haben was dazugelernt. Dieses Wissen benutzen wir einfach bei unserer Unterrichtsvorbereitung. Und wir versuchen, es einzuarbeiten in die verschiedenen Unterrichtsphasen. Danach sehen wir uns Beispiele an aus Lehrwerken, die helfen uns, die haben wir auch im Kofferraum. Und zwar vor allem dieses Lehrwerk, das Leben. Ich denke, das kennen einige von Ihnen sicher schon sehr gut. Wenn wir Zeit haben, es kommt aber darauf an, zur Not überspringen wir das, haben wir auch noch den Weitblick als Gepäck dabei. Und zwar Band 2.1. Aber das sehen wir, wozu wir Zeit haben. Am Ende 2 Minuten, wie auch gestern, eine ganz kurze Reflexion zum Thema Austausch im Unterricht. So, sind Sie bereit? Können wir losgehen? Schreiben Sie mal in den Chat ja. Dann bekomme ich auch nochmal so einen Energieboost, wir als Team. Ja. Super. Danke. Gut. Sehr gut. Okay, dann hoffe ich, wir freuen uns und wir vergnügen uns zusammen. Los geht's. Also, erste Sache. Unser Thema Hören als Grundfertigkeit. Schreiben Sie mir doch mal in den Chat, was sind die 4 Grundfertigkeiten, die wir seit Jahren trainieren mit unseren Fremdsprachenlernern? Also man spricht jetzt oft noch auf zusätzliche Mediation, Mehrsprachigkeit. 4 Grundfertigkeiten, was sind die? Wow, super. Alle sind wach. Sie haben wenige Nudeln gegessen vielleicht. Lesen, hören, sprechen, schreiben. Oh, und es haben ganz, ganz viele die gleiche Reihenfolge der Grundfertigkeiten gewählt beim Aufschreiben. Interessant. Ich weiß jetzt nicht genau, wonach Sie die geordnet haben. Ich habe sie auch aufgeschrieben und ich habe sie so geordnet. Warum? Ganz klar sieht man Unterteilung, ne? Einmal in produktiv-rezeptiv und einmal in schriftlich-mündlich. So, jetzt kommt die nächste Frage. Wir unterrichten ja. So kommen Sie in die Prüfungen vor, danke. Super, in den Zertifikatsprüfungen. Frage. Ihrer Meinung nach, okay? Ihrer Erfahrung nach, was finden Ihre Lernenden durchschnittlich am schwierigsten?
von diesen 4 Grundfertigkeiten. Ich verfolge das jetzt im Chat mit. Oi! Hören, 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 sprechen, schreiben. Sehr viel hören, sprechen zweimal. Schreiben vermehrt jetzt. Hören und sprechen, schreiben. Also hören wird schon als sehr schwierig wahrgenommen von Ihrer Seite aus. Jetzt überlegen wir mal, wir nehmen mal die Perspektive unserer Lernenden ein. Achtung, zweite Frage. Was denken Sie, Selbsteinschätzung, Selbstevaluation, was finden Ihre Lernenden oder was denken Sie am schwierigsten zu finden? Perspektive der Lernenden. Mal sehen, ob sich das abdeckt. Sprechen, auch wieder hören. Mehr sprechen, viel mehr sprechen. Und jetzt auch schreiben. So, das finde ich super interessant, denn was wir gesehen haben, ist, dass generell hören, und ich danke Ihnen für dieses Feedback, dass generell hören sehr schwierig ist. Okay? Aus unserer Perspektive, aus der Perspektive der Lernenden. Dass aber auch produktive Fertigkeiten, wie zum Beispiel das Sprechen und Schreiben, was mehrmals genannt wurde, Probleme machen. So, was ich gemerkt habe in meinem Unterricht, und ich weiß nicht, ob Sie das nachvollziehen können, ich habe gemerkt, dass noch vor 10 Jahren, da merkt man wieder, wie alt man eigentlich ist, noch vor 10 Jahren meine Lernenden mit den produktiven Fertigkeiten viel mehr Schwierigkeiten hatten als mit den Rezeptiven. Also sie hatten Schwierigkeiten zu sprechen, sie wollten nicht schreiben. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert und ich denke, es liegt vor allen Dingen an diesem kommunikativen Unterricht, den wir jetzt alle machen, verstärkt. Das heißt, wir bauen diese Angst ab, wir lassen Fehler zu beim Sprechen. Ich glaube, diese Angst davor, wirklich selbst Sprache zu produzieren, ist zumindest meiner Erfahrung nach generell zurückgegangen. Die rezeptiven Fertigkeiten, und geben Sie mir gern Feedback, die fallen vor allem auf höheren Niveaus meinen Lernenden immer schwieriger. Immer schwieriger. Es fehlen Vokabeln oder sie können sich einfach nicht konzentrieren. Große, große Probleme. Immer, immer mehr. Und ich glaube, um das zu verstehen, ist es wichtig, dass wir mal reflektieren. Was bedeutet das eigentlich, etwas zu verstehen? Und was ist eigentlich das Besondere an diesen rezeptiven Fertigkeiten? So, und da habe ich erst mal versucht, diese rezeptiven Fertigkeiten zu isolieren. So, und habe mal geguckt, was eint denn Lesen und Hören. So, und hier ist das Wichtige, wenn wir das vergleichen mit den produktiven Fertigkeiten. Ich kann das Input nicht kontrollieren. Also, ich habe einen Hörtext, den muss ich hören, und ich habe einen Lesetext, den muss ich lesen. Klar, ich kann sagen, den lese ich nicht. Aber normalerweise, wenn mich etwas interessiert oder wenn ich den Text bekomme, kann ich dieses Input nicht steuern. Wenn ich einen Text produziere, kann ich schon Wörter wählen, die ich kenne. Manchmal fehlen sie mir, aber ich kann einfach auf einem niedrigeren Niveau sprechen. Der Text ist der Text. Und was ich machen muss, ich muss diese Wörter, die ich entweder lese als Schriftbild oder höre als Lautbild, in Konzepte umwandeln. Und beim Hören kommt noch dazu, und denken Sie mal an den Unterricht, dass das Hören ja fast nie isoliert auftritt, wie es da steht. Meistens habe ich zum Hören Aufgaben. Und die Aufgaben, die muss ich vorher lesen. Ne? Und da steht jetzt im Chat von Julia, Lesen auf dem Hörniveau eine Katastrophe. Absolut. Und auf höherem Niveau werden auch die Verständnisaufgaben schwieriger, die ich erst lesen muss, bevor ich höre. Und das ist ein großes Problem. Und ganz oft sagen die Lernenden im Feedback, vielleicht geht Ihnen das auch so, ja, den Text habe ich verstanden. Aber die Fragen, die kann ich nicht beantworten. Das passiert super oft. Und da mangelt es sogar der Lesekompetenz. Schwierige Sache, genau. So, passen wir mal auf. Jetzt die Frage, was ist denn der Unterschied zwischen Lesen und Hören? Also warum ist trotzdem Hören meistens noch schwieriger? Warum haben wir das am Anfang immer aufgelistet, Hören, Hören, Hören schwierig? Das Fettgedruckte ist jetzt wichtig. Beim Hören habe ich ganz viele zusätzliche Bedeutungen in der Stimme der Person, diese prosodischen Merkmale, das heißt die Intonation, die Lautstärke, die Geschwindigkeit, das Tempo, steht auch im Chat jetzt gerade, das Tempo, mit der eine Person spricht. Das ist alles Bedeutungsträger. Also zum Beispiel, wenn eine Person ganz schnell spricht, hat sie Stress. Okay, das steht aber nicht da, das muss ich verstehen. Und ich kann das Tempo nicht kontrollieren. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach mal, oh, das geht jetzt auf, ich weiß nicht, ob Sie das gemerkt haben, auf WhatsApp kann man jetzt die doppelte Geschwindigkeit des Audios einstellen.
wenn es zu langweilig ist. Man kann es aber nicht reduzieren. Und das ist ein Problem. Und ich kann natürlich meinem Gegenüber mal sagen, bitte kannst du noch mal wiederholen. Bitte kannst du langsamer sprechen. Und das macht derjenige dann auch, aber nicht unendlich. Irgendwann hat er dann auch keine Lust mehr. Und das ist dieses gesteigerte Problem beim Hören. Denn beim Lesen habe ich den Text immer vor mir und kann noch mal zurückspringen, zum Beispiel was noch mal lesen. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Hörbücher steht im Chat. Super Tipp. Super Tipp zum Üben. Hörbücher, Podcasts, unbedingt als Hausaufgaben aufgeben. Sehr gut. So, also diese zwei rezeptiven Fertigkeiten haben was gemeinsam. Ich muss das Input, also dieses sprachliche Input, und wir haben gesagt, entweder Wörter, geschriebene Wörter oder Laute, die ich höre, umwandeln in Konzepte. Das haben die gleich. Der Verstehensprozess ist ähnlich. Aber das geschriebene Wort bleibt mir, das gehörte Wort ist flüchtig. Es vergeht. Und das ist die erweiterte Schwierigkeit. So. Gut, jetzt haben wir eine tolle Grundlage. Jetzt gucken wir uns mal an, wie mache ich das also? Wie komme ich von diesem ersten Wahrnehmen, dem Hä? Und übrigens interessant, man sagt, in über 60 Sprachen ist dieses Hä, wenn man was nicht versteht, ähnlich. Wer von Ihnen eine zweite Sprache oder dritte spricht, wie sagt man in Ihrer Sprache Hä? Wie sagt man das? Also ich weiß es nur auf Italienisch sagt man Hä? He, super, genau, he. Auf Spanisch auch, e. Ist das Japanisch, Susanne? E. Super. Im Französisch, super. Oh, was sehen wir? Das ist wirklich sehr, sehr ähnlich, typisch. Passiert in allen Sprachen, dass man Sachen nicht versteht. Aber es passiert auch glücklicherweise in allen Sprachen, dass man am Ende sagt, ach so, auf verschiedene Arten aber. Auf Deutsch halt. Ach so. Und wie komme ich dahin? Achtung. Unser Verstehensprozess als kleines Rad. Achtung, diesmal habe ich kein Handout vorbereitet. Wenn Sie möchten, machen Sie sich ganz kurz Notizen. Es sind ganz wenige Sachen. Also, was passiert? Ich nehme zuerst etwas wahr. Es strömen auf mich Laute oder Wörter, Buchstaben ein. Die muss ich dekodieren. Klar. Umwandeln in Konzepte. Achtung, das ist schon ein schwieriger Schritt, denn ich muss den Strom, vor allen Dingen beim Hören, unterteilen in Sinneinheiten. Das sehen wir später nochmal. Ich muss es also dekodieren, Schritt für Schritt, und dann reduzieren. Warum reduzieren? Ganz einfach, das haben wir gestern bei Rika Licht gelernt. Mein Kurzzeitgedächtnis kann nur, wie viel waren es, 7+2 Sinneinheiten speichern. Das heißt, ich kann mir nicht alle Wörter merken. Was ich mir merke, sind Schlüsselbedeutungen. Das heißt, ich reduziere es und speichere es zwischen und in der Zwischenzeit antizipiere ich, was kommt. So, und jetzt werden Sie sagen, so ein Quatsch antizipieren, ich muss ja zuhören. Stimmt nicht, mein Gehirn ist mega aktiv. Wir machen mal ein Beispiel. Ich sage mal einen Satz und Sie schreiben in den Chat das letzte Wort. Okay? Ich gehe gern jeden Abend mit meinem Bruder im Wald. Ich wiederhole nochmal. Ich gehe gern jeden Abend mit meinem Bruder im Wald. Was ist das Wort, das fehlt? Spazieren. Praktisch alle, genau das hätte es sein können. Sie haben das antizipiert, was für uns vielleicht am typischsten ist, auch ein bisschen kulturell bedingt. Ich sage Ihnen aber, stimmt nicht. Fischen ist die richtige Antwort. Denn im Wald gibt es einen See und in dem gehen wir Karpfen fangen. Ha! Was heißt das? Wir haben alle aktiv antizipiert, ganz normal. Und wenn Sie dran denken, warum pochen wir mit unseren Lernenden auch ganz oft auf diese Kollokation? Deutsche antizipieren, Muttersprachler, Deutsche nicht, Muttersprachler, antizipieren automatisch. Und je mehr Kollokation ich kenne, desto schneller antizipiere ich das Verb, das im Deutschen ja auch fast immer am Ende steht. Zum Beispiel, Achtung, zweiter Satz. Mir ist es sehr wichtig, regelmäßig Kontakte zu. Knüpfen. B2-Kollokation, B2-1. Super.
oder pflegen, ebenfalls zweite Bedeutung. Und weil wir das antizipieren, haben wir im Gehirn Platz, schon weiterzudenken. Okay, das ist ganz wichtig und das ist ganz typisch für eine hohe Sprachkompetenz oder muttersprachliche Kompetenz, dass Inhalte antizipiert werden, weil dadurch das Verstehen schneller geht. Und dann, wenn ich dann da bin, dann überprüfe ich das und entweder ich habe recht und es war wirklich spazieren, pflegen oder knüpfen oder ich habe Unrecht und es war fischen, dann sage ich, ach so, ich habe es verstanden. Und dieser Prozess, der wiederholt sich immer wieder, ganz, ganz schnell, schneller als wir denken. So. Achtung, Beispiel. So, wir haben gesagt, wir starten mit dem Lesen, weil das einfach konkreter ist. Da ist ein Text. Lesen Sie den doch mal und schreiben Sie mal in den Chat, wie Sie das empfinden. Also ich gebe Ihnen mal ein bisschen Zeit. Einfach interessant, super. Einfach. Sehr gut. So. Man versteht ohne Probleme. Super. Genau das habe ich mir erwartet. Dankeschön. Richtige Antwort. Genau das habe ich mir erwartet. Warum? Wir antizipieren beim Lesen. Wir sehen uns einige Buchstaben an. Wir haben sehr hohes Sprachniveau, vielleicht sogar muttersprachliches Niveau. Es ist für uns kein Problem. Wir sehen uns nicht jeden Buchstaben an. Zweites Beispiel. Achtung. So, genau das gleiche Spiel. Wie ist das im Vergleich zum ersten? Gucken wir mal. Das Wort Blödsinn. So, wie ist das im Vergleich zum ersten? Einfacher? Nicht ganz so einfach? Ganz okay? Also die meisten sagen, es ist ein kleines bisschen schwieriger. Schwerer, ja, schwieriger, etwas schwieriger. Okay, wir haben auch noch Leute, die das super einfach finden. Das finde ich toll. Ein paar Leute schreiben so, ja, das E wird manchmal so komisch geschrieben. Ne? Ab Zeile 4 alles klar, super. So, was passiert hier? Es ist anfänglich ein bisschen schwieriger. Warum? Wir haben hier Zeichen, die keine Buchstaben sind. Wir haben da Zahlen mit drin. Und diese Zahlen, das sind Störungen im Prozess. Das heißt, unser Verständnis muss sich erst daran gewöhnen. Das heißt, am Anfang müssen wir genauer lesen. Das dauert länger und das ist schwieriger, bis wir es dann verstanden haben und dann geht es schneller. So, wenn wir jetzt an das Hören denken, dann können wir diese Zahlen so als Störgeräusche, ne? Also ich weiß nicht, ob Sie das gemerkt haben bei Hörverstehen, ne? In verschiedenen Lehrwerken. So spätestens ab B1 kommen so eine Störgeräusche ganz laut dazu. Also zum Beispiel die zwei, die müssen sich unbedingt im Bus unterhalten. Die können nicht draußen stehen. Die sitzen im Bus und sprechen und man hat dieses ständige dahinter. Das versucht so ein bisschen, das Authentische zu simulieren, denn man hat immer diese Störgeräusche und die machen das Verstehen halt auch zusätzlich noch ein bisschen schwieriger. So, die Frage ist jetzt die, Achtung, dieses Dekodieren, was wir jetzt gemacht haben, das war im zweiten Fall schwieriger, aber generell noch relativ einfach. Und manche haben gesagt, boah, einfachissimo, super einfach. Warum? Wir haben eine ganz hohe Sprachkompetenz. So, wie ist das jetzt bei einer Fremdsprache? So, und jetzt habe ich zwei Beispiele, weil ich weiß, wir sind ein gemischtes Publikum. Wer Italienisch spricht, okay, muss ich jetzt mal ganz kurz zurückhalten. Also alle, die kein Italienisch sprechen, die können jetzt teilnehmen. Alle, die Italienisch sprechen, machen die zweite Übung. Erste Übung für alle, die nicht Italienisch sprechen. Sehen Sie sich das mal an und versuchen Sie mal zu verstehen, worum es in diesem Text geht. Und das können Sie in den Chat schreiben, so circa. Kernideen. Worum geht es in diesem Text? Geschichte. Okay, wir haben schon die ersten Vermutungen. Super. Sie erinnern sich, Vermutungen sind ganz wichtig. Mal gucken, ob noch was kommt. Knobeln Sie so ein bisschen, das macht Spaß. Man muss sich so ein bisschen diese Herausforderung stellen. Ja, ein Text über Triest, ein Text über eine Stadt, eine multikulturelle Stadt, super. Das kleine Venedig, es ist eine Art Reiseführer, es geht um Sprache und Religion, um Kriege,
Es ist eher um Sehenswürdigkeiten, Kulturgeschichte, um die Habsburger, sehr gut. Über die Stadt Triest und wie Multikulti sie ist. Riesengroßes Kompliment. Und das, ich sag, Leute, das sind alles Leute, die kein Italienisch sprechen. Und die haben das verstanden. Warum? Was haben wir gemacht? Oh, wir waren ganz clever. Wir haben ganz verschiedene Informationen genutzt, oder? Welche Informationen haben Sie genutzt, um diesen Text zu verstehen? Alle nicht-italienisch Sprechenden. Analogien. Bilder. Perfekt. Internationalismen. Ja, super. Latein. Klar, wir können alle so ein bisschen Latein. Mhm. Ähnliche Wörter. Sehr gut. Unten ist auch, wer schlau war, ist eine Quellenangabe. Da steht Tourismus Friaul-Julisch-Venetien, FVG. Da kann man auch noch mal so eine Quellenangabe, das ist dann bestimmt irgendein Tourismustext. Super. Wir haben verschiedene Informationen genutzt, um das zu dekodieren. Es hat ein bisschen länger gedauert. Und ich stelle mir immer das hin, denn ich bin immer so ungeduldig. Das ist auch auf der Folie. Man muss den Lernenden ein bisschen Zeit lassen. Also das vergessen wir manchmal, weil für uns diese Texte so simpel sind. Aber wir haben das jetzt selbst gemerkt, die Lerner brauchen ein bisschen mehr Zeit, denn sie müssen, und das ist, was sie machen, sie müssen solche Verstehensinseln finden. Das heißt, was sie machen müssen, ist alles sich greifen, was ihnen Informationen gibt. Und alles, was ihnen keine gibt, diese Störfaktoren, da hatten wir vorhin diese komischen Zahlen, ausblenden. Und das haben wir da gemacht. Und jetzt sieht man Internationalismen, Bilder, Quellenangaben. Es wird ganz einfach. So, jetzt, damit die anderen nicht traurig sind, die Italienisch sprechen. Italienisch Sprechende, aber auch generell alle, die kein Dänisch sprechen. Wir machen jetzt das gleiche Spiel nochmal mit einer germanischen Sprache. Die habe ich gewählt, denn ich bin Fan von Dänisch. Ich verstehe aber gar nichts, wenn ich Dänisch höre. Null. Ich erkenne es nicht mal unbedingt als Dänisch. So, machen wir das gleiche Spiel. Worum geht es hier in diesem Text? Ich gebe Ihnen Zeit. Urlaub, Ferien in Dänemark, Natur. Ferienplanung, Sie können gerne auch ein bisschen konkreter sein, wenn Sie möchten. Super, das globale Verständnis ist gesichert. Gehen wir mal weiter ins selektive Lesestil. Familienurlaub, dänische Natur, Urlaubsaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, super. Und jetzt gehen wir mal in das detaillierte Verstehen. Lesestil detailliert. Welche Wörter können Sie direkt übersetzen? Wandern. Ferien, super. Natur, Weltklasse, ja. Ja, Familienkultur, Attraktion, super. Praktisch ist das, was wir machen, wieder genau das Gleiche. Wir machen uns wieder diese Verstehensinseln. Ne? Wir blenden das aus, was wir nicht können. Und dann gibt es auch so ganz lustige Sachen. Ne? Dieses charmant finde ich super schön zum Beispiel, was man auf Deutsch nicht benutzen würde, aber man versteht es. Super. So, und wir, und daran müssen wir auch denken, wir sind Lehrende und wir haben große Erfahrung damit, Texte zu rezipieren. Wir können außerdem alle mehrere Sprachen sprechen. Das heißt, diese Fertigkeiten, diese Informationserschließung, die ist für uns nicht so schwer. Wenn wir aber an unsere Lernenden denken, dann kann es sein, dass die Lernen ungewohnt sind. Und dann ist all dieses Anzapfen von Informationsquellen, die habe ich hier mal zusammengestellt, dann ist dieses Anzapfen für Informationsquellen für diese Lernenden gar nicht so einfach. Das müssen sie lernen, das müssen wir ihnen beibringen. Die müssen das erschließen können. Und das Wichtigste ist, was wir uns merken müssen, es gibt zwei Arten von Informationen, auf die wir uns stützen können. Das sind einmal die Informationen, Textsorte, Fotos und Weltwissen. Die stehen oben. Und unten haben wir all das, was mit Sprache zu tun hat. So, und die werden dann aufgeteilt in der Literatur normalerweise in absteigendes Wissen und aufsteigendes Wissen. Und je besser wir diese Wissens
Sachen aktivieren können, desto leichter verstehen wir die Texte. Und je schneller wir das können, desto schneller verstehen wir die Texte. So, und das ist unser großes Ziel. So, und jetzt, glaube ich, hat Jona mir einen Zettel gegeben, ne? Ich habe dran gedacht. Jona hat mir einen Zettel gegeben und er hat mir gesagt, ich soll den aufmachen, wenn dieses Bild da steht. So, Achtung. Das ist jetzt das Hörbeispiel, denn der Text, der war konkret. Wir versuchen das jetzt auch mal mit Hören. So, ich habe da hier mal schon ein Bild. Das heißt, wir machen mal Vermutungen. Worum geht es wohl beim Hören, das, was wir jetzt hören? Was ist wohl das Thema? Wandern, super. Ausflug, Urlaub, perfekt. Guck mal, ob noch was kommt. Wandern, Ausflug, Urlaub, Panorama, schön. Das ist ein Lehrwerkstitel auch. Berge. Genau, also ungefähr so, das könnte passieren. Landschaft. Und jetzt steht da Zitat. Das heißt, ich weiß auch schon ein bisschen die Textart. So, ich lese Ihnen das jetzt mal vor. Wieder Italienisch Sprechende, bitte nicht mitmachen. Ich kann leider nur Italienisch so richtig gut als Fremdsprache, die nicht jeder spricht. Deshalb, ich lese jetzt vor. Achtung, alle, die nicht Italienisch sprechen. Versuchen Sie zu verstehen, was ungefähr ist die Schlüsselbedeutung von diesem Zitat. Achtung. Viaggiare è camminare verso l'orizzonte, incontrare l'altro, conoscere, scoprire e tornare più ricchi di quando era iniziato il viaggio. Nochmal, oder? Hören ist immer schwieriger. Nochmal. Viaggiare e camminare verso l'orizzonte, incontrare l'altro, conoscere, scoprire e tornare più ricchi di quando era iniziato il viaggio. Orizzonte weiter! Super! Perfekt! Das Wort Horizont, das war gut zu verstehen, ne? Ich habe es jetzt auch versucht, gut auszusprechen. Absolut cool! So, Achtung, ich zeige Ihnen das jetzt auch nochmal. Das war das Zitat. So, was merken wir jetzt, wenn wir den Text sehen, ist das ungleich leichter zu verstehen. Warum? Der Lautstrom, den Sie gehört haben, den müssen wir erstmal zu lernen, in einzelne Einheiten zu unterbrechen. Und das ist dieses typische Phänomen, eine Sprache, die ich nicht spreche, die kommt mir total schnell vor. Ich denke mal, warum sprechen die Leute so schnell? Machen die gar nicht. Die sprechen ganz normal, aber ich weiß nicht, wo eine Sinneinheit endet und deshalb ist das für mich so ein Strom, der keine Pausen hat. Sobald ich die Sinneinheiten, wie wenn ich es geschrieben sehe, unterteilen kann, wird es für mich langsamer. Und das ist so ein Selbstexperiment, das haben Sie bestimmt alle gemacht. Ja, L1 Spanisch hilft. Super. So, also ich habe doch mal zusammengefasst, was die Schwierigkeiten sind beim Hören. Und die Schwierigkeiten sind die, ich muss den Datenstrom zerlegen in Sinneinheiten und muss dann das, was ich höre, diese Phonetik, abgleichen mit dem, was ich gespeichert habe. Und hier ist ein besonderes Problem mit Dialekten, die so ab B1, auch Sprachvarianten wie österreichisches Deutsch, zusätzliche Schwierigkeiten, denn meist habe ich ja als Lerner die Standardaussprache gespeichert. Und ein Dialekt oder manchmal sogar ein Idiolekt weicht davon ab. Und ich muss erst lernen, die wirklich abrufbar zu machen, auch in leicht abgewandelten Formen. Und dann habe ich diese Busgeräusche, die wir gesagt haben. Und ich habe diese zusätzlichen Bedeutungen durch Stress, schnelles Sprechen und so weiter. Ich muss halt damit umgehen lernen und das Tempo akzeptieren. Und dann natürlich dieses Gedächtnis ständig zwischenspeichern. So, und jetzt war ja hier der Text, der Zettel von Jona. Und der hat auch noch ein komisches Symbol hier. Der Zettel, der hängt an meinem Schreibtisch, ja, so wenn ich mich vorbereite. Was könnte das bedeuten? Ich habe es extra blau gemalt, nicht grün. Das ist nicht der grüne Punkt. Wiederholen, okay. Fällt dir noch was ein? Hier sind so zwei Pfeile. Recyceln, sehr gut. Da gibt es auch noch einen Pfeil, der von oben kommt und einen Pfeil, der von unten kommt. Was könnte das sein? Woran muss ich denken bei meiner Unterrichtsvorbereitung? Wissen Sie noch, die Informationen, wo kommen die her, die ich benutze, wenn ich etwas verstehe? Auf- und absteigende Informationen, genau. Auf- und absteigendes Wissen.
Und das mache ich mir immer über meinen Schreibtisch, weil ich daran denken muss. Ich muss meinen Lernenden Zeit und Möglichkeiten geben, diese Informationen abzurufen und, wie es im Chat steht, zu verknüpfen und an sie anzuknüpfen. So, und jetzt kommen wir in unseren Praxisteil. Los geht's. Also, Frage, wie kann ich dieses Wissen jetzt in die Praxis umsetzen? So, und da spricht man, und ich habe jetzt mal die einfache Bezeichnung genommen, die mir gefällt, über eine Prä-, eine In- und eine Postphase beim Textverständnis. Und Text allgemein natürlich für Lese- und Hörverstehen. Wir konzentrieren uns jetzt auf das Hörverstehen. Viele Sachen kann man für das Text-Lese-Verstehen auch einfach anwenden. Also, das wird oft auch bezeichnet als vorbereitende Phase, begleitende Phase und nachbereitende Phase. Ist genau das Gleiche. So, diese Phasen, die möchte ich immer in meinem Unterricht garantieren. Passe ich ganz doll auf. So, was kann ich in den Phasen machen? Die erste Phase ist wichtig, um einfach den Hörtext, den meine Lernenden rezipieren werden, einzubetten in eine Situation. Denn durch dieses Einbetten aktivieren sie dieses linguistische Vorwissen und das Weltwissen, das sie schon haben. In dem Moment mache ich, Sie erinnern sich vielleicht an gestern, Mindmaps. Ich beginne damit, Mindmaps zu machen oder irgendwelche Geschichten zu erfinden, wo schon Wörter aus dem Hörverstehen so ein bisschen vorentlastet werden. Na, da kann ich auch so ein bisschen Pre-Teaching machen. Also ich kann schon neue Wörter aus dem Text so mit einfügen, denn in dieser anfänglichen Assoziationsphase sind meine Lernenden wie Schwämme. Die nehmen ganz schnell so neue Wörter auf und gliedern die ein. Das funktioniert super gut. Und dann arbeite ich weiter und beginne, Hypothesen formen zu lassen. Na, also zum Beispiel, was meint ihr, was könnte da passieren? Was werden wir vielleicht erfahren und so weiter? Denn so lasse ich Erwartungen entstehen, so wie wir vorhin beim Spazierengehen. Es entsteht eine Erwartung und dann habe ich eine Motivation, den Text zu hören. Denn ich will ja wissen, ob ich recht hatte mit meinen Erwartungen. Das ist die Präphase. Dann kommt die In-Phase. Und in der In-Phase natürlich versuche ich, meine Lernenden durch Strategien zum Verstehen des Textes zu bringen. Strategien sind natürlich diese verschiedenen Strategien für globales, detailliertes, selektives und detailliertes Hören. Also da gibt es so ganz viele Fragen, ne? ABC, was ist richtig, Multiple Choice, richtig oder falsch. Und all das hilft mir, diese Verstehensinseln zu kreieren, auch beim Hören. Und ich versuche hier, mich auf das Wichtige, auf die Kerninformation zunächst zu konzentrieren. Und versuche meinen Lernenden die Angst zu nehmen. Das hatten wir auch gestern. Wenn meine Lernenden Aufgaben zum Hören bekommen, dann bekommen sie die, weil sie ihnen helfen, den Text besser zu verstehen. Nicht, weil ich testen will, ob du das jetzt verstehst oder nicht. Nee, die zeigen dir, worauf es ankommt. Benutze sie und nutze dein Vorwissen und verifiziere deine Hypothesen. So, und dann, wenn wir das gemacht haben, kommt die Postphase. Und das Wichtigste an der Postphase ist, dass ich einmal das Verständnis sichere und dass ich dann, und das stand vorhin im Text, im Chat schon, das hat jemand von Ihnen geschrieben, dass ich dann den Transfer mache. Das heißt, das, was ich gehört, gelernt habe, und das kann linguistisches Wissen sein, also neue Wörter, neue Grammatik, es kann aber auch Weltwissen sein. Ich habe was Neues im Unterricht gelernt, in Deutsch, aber was Neues. Das muss wirklich übertragen, angewendet werden. So, und darum geht es jetzt. Und dann würde ich sagen, gucken wir doch mal in ein Lehrwerk. Passt genau die Zeit. Ich habe hier mitgebracht das Leben, wie gesagt. Damit fangen wir jetzt mal an. So, das A1 Grundstufenlehrwerk. Und da ist natürlich zufällig das Thema, ich mache Urlaub. Warum habe ich das gewählt? Ganz einfach, wir haben jetzt die ganze Zeit über Reisen gesprochen und haben ja schon vorentlastet. Also wir sind jetzt schon praktisch genau im Thema drin. So, und da gucken wir mal, was können wir denn machen in der Präphase. So, und was ganz wichtig ist, das habe ich in dem letzten Jahr eigentlich nochmal so richtig ausgetestet. Es ist wichtig, dass die Lernenden, wenn sie mit einer Höraufgabe beginnen, schon ihr Ohr, ich nenne das immer Synchronisierung, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Wort ist, die müssen das Ohr schon auf Deutsch eingestellt haben. Das ist super wichtig, auch vor Prüfungen. Wenn ich meine Lernenden zu Prüfungen schicke, dann sage ich Ihnen, hört euch vorher einen deutschen Podcast an, hört vorher Deutsch, versucht Deutsch zu sprechen, ist meistens schwieriger.
denn es fällt den Lernenden viel leichter, den zweiten Hörtext zu verstehen als den ersten. Warum? Denn beim zweiten Hörtext haben sie sich schon mal auf einen deutschen Text konzentriert. Trick, ich schalte einen Text 0 vor, den der Lernende sich selbst anhört. So ist der erste Text in der Prüfung schon sein zweiter Hörtext. Und das funktioniert wirklich. Und ich kann das natürlich im Unterricht machen, indem ich einfach versuche, so viel wie möglich Deutsch zu sprechen. Niveaugerecht natürlich. Dadurch wird das Ohr so ein bisschen synchronisiert. So, und dann versuche ich, den Kontext herzustellen. Natürlich Mindmaps, Kreativität, auch sehen wir gleich im Beispiel. Ich versuche, assoziieren zu lassen. Ich kann meine Lernenden Fragen zu Bildern stellen lassen. Ich kann ja ganz, ganz viele vorentlastende Übungen machen. Mein Tipp, das Ganze nicht auslutschen. Also zu sagen, ich mache pro Hörverstehen vielleicht 2 von diesen aktivierenden, vorgreifenden Übungen. Ansonsten wird das langweilig. Aber ich muss Zeit dafür einplanen in meiner Unterrichtsplanung, sonst klappt das nicht. Und da habe ich ein Beispiel aus dem Lehrwerk. So, da steht, Julia und Carsten planen Urlaub. So, und jetzt kann ich ganz viel machen. Jetzt kann ich zum Beispiel zuallererst mal Julia und Carsten, wer sind die eigentlich? Und warum fahren die zusammen in den Urlaub? Hypothesen erstellen lassen. Wer sind die Personen? Ich kann die Person malen lassen. Das mache ich super gern. Die Hälfte der Klasse malt Julia, die andere Hälfte malt Carsten und dann werden die beliebtesten 2 Julias und Carsten, und ich hoffe dann immer, Carsten sieht aus wie Jona, werden gewählt und dann kommen die zusammen und dann habe ich schon mal ein Bild und ich kann dann noch eine Biografie schneller finden lassen. Das heißt, ich habe eine produktive Fertigkeit und dann komme ich unten zu dem Bild, das im Lehrwerk ist und da steht, Sie können an den Thunersee fahren, Julia kann dort. So, jetzt kann ich natürlich Julia und Carsten in die Mitte stellen, entweder auf einem Whiteboard oder an der Tafel und dann rundherum Aktivitäten assoziieren lassen. Ne? Dadurch habe ich schon mal vorentlastet, die Aktivitäten, das Verständnis ein bisschen erweitert und ich habe kann mit Verbklammer trainiert und ein bisschen produziert. Super, das geht dann weiter. Achtung, im Lehrwerk habe ich dann die Urlaubsplanung. So, und da habe ich jetzt ein Hörverstehen. Und das hören wir mal ganz, da hören wir mal kurz rein, Nadine, oder? Ich mache mal mein Mikro aus, damit wir das besser hören. Zwei. Das gibt's doch nicht. Ich kann meine Sonnenbrille nicht finden. Hast du sie gesehen? Deine Sonnenbrille? Nein. Gestern hattest du sie doch noch. Ist sie vielleicht in deiner Tasche? Stimmt, hier ist sie. Und mein E-Reader? Liegt im Wohnzimmer, auf dem Sofa. Dort habe ich ihn zuletzt gesehen. Aha. Ja, hier ist er. Bist du bald fertig? Wir müssen zum Bahnhof. Mach jetzt bitte keinen Stress. Ich muss noch mein Kleid einpacken. Aha. Kannst du es jetzt auch nicht finden? Doch, hier ist es. So, ich habe den Reiseführer für Norditalien, den E-Reader, die Sonnenbrille, das Kleid, die Hosen, die T-Shirts, meine Schuhe. Na gut. Hast du die Tickets und die Hotelreservierung? Ich? Nein, ich habe sie nicht. Sie sind ganz sicher in deiner Mailbox. Schau mal nach. Du hast doch die Reise gebucht. Und jetzt komm endlich. Der Zug wartet nicht. So, ich habe jetzt mein Audio wieder an. Und wir haben jetzt einen Dialog gehört, der praktisch diese Szene, mit der wir hier begonnen haben, ne, wo wir gesagt haben, wir finden durch ein Audio heraus, wo Carsten und Julia hinwollen. Wir machen Hypothesen darüber, verifizieren sie. Durch dieses Audio, meinen Sie, globales Hören trainiert oder haben wir selektives und detailliertes Hören trainiert? Ich habe das jetzt ein bisschen nachgeschaltet, die Aufgabe. Was meinen Sie? Haben Sie genau zugehört? Worum ging es in dem Audio?
war das Thema des Audios. Selektives Hören, die Sachen, die mitgenommen werden sollen. Absolut super. Das heißt, wir sind von dieser globalen Eingangssituation übergegangen mit der zweiten Höraufgabe in eine selektive Situation. Das heißt, wir sind hier direkt in die Innenphase gesprungen und die wird im Buch vorbereitet, diese Phase, über zwei Aufgaben mit zwei verschiedenen Hörstilen. In der ersten Aufgabe wird selektiv gehört, was ist das Ziel? In der zweiten Aufgabe wird dem Lernenden geholfen mit einer Liste, mit einer Checkliste, die dort ist. Und mit dieser Checkliste kann er die Wörter wiedererkennen. Das ist genau das, was wir gesagt haben. Er lernt Wörter in solche Sinn- oder den Lautstrom in Sinneinheiten zu unterteilen. Und hier im Buch wird mit der Liste gearbeitet. Ich kann aber natürlich auch mit diesem Full-Body-Response arbeiten. Ich kann sagen, dann beim nächsten Hören vielleicht, wenn Lernende Schwierigkeiten hatten beim Wiedererkennen, wenn ihr das Wort hört, steht auf. Oder wenn ihr das Wort hört, klatscht in die Hand. So kann ich überprüfen auch, ob meine Lernenden die Wörter überhaupt wiedererkennen und ihnen zeigen, guck mal, das war hier, wir hören es nochmal. Und das kann ich wirklich auch trainieren. Das heißt, wir sind hier direkt in der In-Phase über diese Checkliste. So, und ich würde jetzt aber gern sogar noch weitergehen. Und da haben wir jetzt noch die letzten 5 Minuten. Und zwar, in dieser In-Phase übe ich diese verschiedenen Hörstile. Ich habe noch das orientierende Hören davor geschaltet. Das bedeutet, wenn ich so ein bisschen zappe, wenn ich mir aussuche, welchen Text ich interessanter finde. Das wird im Weitblick zum Beispiel benutzt. Such dir einen Text aus und höre den. Das war jetzt hier nicht. Ich habe dann das globale Hören, okay, was wir gesagt haben. Das ist vor allem die Hauptaussage erkennen, die Hypothesen, die ich beim Eingang gemacht habe, überprüfen. Danach kommt das selektive Hören. Und hier haben wir gesagt, gibt es diese verschiedenen Übungsformen, ABC, Multiple Choice, richtig oder falsch. Und mein kleiner Tipp, lassen Sie Zeit. 2, lassen Sie den Stift wechseln. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das macht. Ich mache das ganz oft, denn bei Prüfungen hört man manche Hörtexte ja nur einmal. In der Übungsphase lasse ich sie mehrmals hören. Das heißt, ich sage den Lernenden, nach dem ersten Hören wechselt den Stift. Dann merken Sie für sich selbst, was Sie erst beim zweiten Hören verstanden haben und deshalb mit einer anderen Farbe geschrieben haben. Das hilft dieser Selbstevaluation, über die wir auch gestern gesprochen haben, die ganz wichtig ist, damit der Lernende sich selbst einschätzen kann. Und der letzte Schritt ist das detaillierte Hören, diese Checkliste. Seltener Notizen bei niedrigen Niveaus, meist ist es eher das Wiedererkennen, noch nicht das wirklich Aufschreiben. Und hier gibt auch die Überleitung, gibt die Überleitung zur Arbeit mit Strukturen und mit Wortschatz. So, und genau das haben wir in dieser Postphase. In der Postphase möchte ich gern versuchen, das Gelernte weiter zu verarbeiten. Also ich mache erst meine Verständnissicherung und versuche, das Hörverstehen stressfrei zu kontrollieren. Also meist erst in Gruppenarbeit. Und dann nach der Gruppenarbeit gemeinsam im Plenum die Antworten zu kontrollieren. Denn nichts ist schlimmer, als wenn mein Lehrer mir sagt, Susi, was hast du da angekreuzt bei Nummer 4? Und vielleicht Nummer 4 war die einzige Aufgabe, die ich nicht verstanden habe. Und wenn ich das sage, dann glaubt er mir das natürlich nicht. So, und dann bin ich demotiviert, habe ich keine Lust mehr. Wenn ich aber vor einer Gruppe vergleichen kann, ist das alles viel netter, viel schöner. So, aber ich möchte auch Strukturen weiter benutzen. Und da möchte ich Ihnen mal was zeigen, was es im Lehrbuch gibt bei detailliertem Hören. Und das ist in dem Leben sehr schön. Es werden Strukturen aufgegriffen. Das, was wir gerade im Audio gehört haben, das wird wieder benutzt. In der Grammatikaufgabe, wo es um Akkusativpronomen geht. Und das Schöne ist, es gibt dazu immer dieses Zeichen. Und das bedeutet Erweiterung in der PagePlayer-App. Sie können die App anmachen. Und dann haben wir hier so Wortkarten, die sich beim Antippen drehen. Und dann können die Lernenden mit den Wortgruppen den Dialog oder diese Sätze einfach weiter formen. Es macht großen Spaß und lässt sich sehr gut in Paararbeit machen. So, und als Letztes möchte ich natürlich, wie Sie im Chat ganz oft gesagt haben, auch Transfer. Ich möchte, dass die Lernenden Ich-Bezug herstellen, dass die Lernenden Texte produzieren, ne? Produktive Fertigkeiten, rezitativ in produktiv übergehen lassen. Das ist super. Und da gibt es natürlich auch Sachen. Und das ist zum Beispiel aus dem gleichen Kapitel. Wir haben hier das Fähnchen. Das Fähnchen bedeutet Zielaufgabe.
Also eine Sache, die auch sehr gut im Goethe-Zertifikat vorkommen kann zum Beispiel. Machen Sie eine Liste oder, Achtung, Binnendifferenzierung, fotografieren Sie drei Gegenstände und beschreiben Sie sie. Ich-Bezug, authentische Aufgabe, das erste ist eine Sprechaufgabe, das zweite eine Schreibaufgabe, auf jeden Fall produktiv. Und im Buch habe ich sogar ein Modell dazu. Okay, und dieses Modell folgt natürlich ganz stark diesen heutigen Lese- und Darstellungsmöglichkeiten, ne, die so ein bisschen in Richtung Social Media gehen. So, und damit haben wir alles abgedeckt, alle Phasen gemacht, das Textverständnis gesichert und sogar angewendet. Und ich würde einfach jetzt mal enden wollen mit diesem ganz kurzen Blick auf diese Teamfertigkeit. Das sind 2 Minuten. Und zwar habe ich eine Forschung gelesen über English as a Foreign Language, EFL. Okay? Und da hat die Oxford University Press, die hat eine Untersuchung gemacht im Unterricht bei Lehrenden auf niedrigem Niveau. Okay, Lernende, Anfänger, Englisch. So, und die haben gemerkt, dass obwohl 45% der Alltagskombination hören ist, haben die gemerkt, dass 60% der Lehrer eigentlich nur Wissen abfragen. Die lassen die Schüler überhaupt nicht produzieren. So, und was haben wir gestern auch gesagt bei autonomen Lernstrategien? Wenn ich eine Wissensfrage stelle, da höre ich als Lehrer eigentlich überhaupt nicht mehr zu. Denn ich sage ja eh nur richtig oder falsch. Ich erwarte mir ja überhaupt nichts Neues. Ne? Das ist dieses Beispiel, ich frage meine Lernende, was ist 4 plus 3? 7, okay, ich höre nicht mehr zu. Aber wenn ich sie frage, was macht 4 plus 3, dann höre ich zu, dann will ich wissen. Sagt er mir jetzt 6 plus 1 oder 9 minus 2? Ich hoffe, ich habe richtig gerechnet. So, und das ist ein großes Problem. Und deshalb ist die Antwort der Schüler auch nur 3 Wörter lang. Denn sie imitieren nur, sie geben wieder. Und die Lehrenden, und hier, Achtung, die warten nicht mal. Und wenn ich in der Fremdsprache was sagen will, brauche ich kurz Zeit, um mir die Antwort zurechtzulegen. Das geht nicht so schnell. Und das ist ganz, ganz schlecht für wirklich einen aktiven Sprachraum. Was ich machen muss, es muss wirklich in meinem ganzen Unterricht Raum schaffen. Denn überlegen Sie mal, je mehr meine Lernenden auch untereinander Deutsch sprechen, desto mehr hören sie auch. Ja, denn jedes gesprochene deutsche Wort wird auch wahrgenommen. Das heißt, ich muss Platz schaffen, ich muss den geschützten Raum schaffen, wo die Lernenden wirklich sprechen wollen, zuhören wollen. Und ich muss positives Feedback geben, was wir gestern bei meiner Kollegin auch gehört haben. Und ich als Lehrender selbst, ich muss super motiviert sein, ich muss begeistert sein und ich muss denen zeigen, Carsten und Julia, ja, ich will wissen, wo die hinfahren, das ist interessant. Ich möchte auch wissen, wie die aussehen und ob die ein Paar sind oder nicht. Wenn mich das interessiert, dann schaffe ich es, auch Interesse zu kreieren. Ich sage nur Jona. Was meinen Sie, schläft Jona noch oder ist er wieder aufgewacht? Gucken wir mal. Interessiert Sie das? Ich möchte schon wissen, wie es Jona geht. Gucken wir mal. Schläft Jona noch? Jona? Da ist er. Er ist wieder wach. Genau. Jona ist wieder wach. Es hat geklappt. Sie haben teilgenommen, ich habe versucht, meine Begeisterung zu zeigen und am Ende möchte ich einfach allen ganz doll danken und sagen, dass wir so das Hörverstehen zu einer aktiven und konstruktiven Fertigkeit machen. Hören wird ganz oft gesagt, ist eine passive Fertigkeit, das stimmt nicht. Wir haben gesehen, wir brauchen so viel, wir müssen so viel aktivieren, aktiver geht das gar nicht. Hören ist eine absolut aktive Fertigkeit und aktiv sind wir auch heute Abend, oder? Nadine? Wir laden Sie ein heute Abend zum Konzert, um ganz aktiv mitzutanzen und natürlich zum Informationsstand, wo Sie genau das finden. Aber auch das, was wir jetzt übersprungen haben, weil wir keine Zeit hatten. Danke fürs Zuhören und Mitmachen.